Guten Morgen aus Prag, Tag 2. Heute ist der 9.1.2020, aktuell 10.13 Uhr. So, der Bus ist wieder schön sauber. Ich habe jetzt 24 Stunden Pause hinter mir, habe auch gestern sehr viel geschlafen. Ihr wisst ja, ich bin die Nacht durchgefahren. Es haben mir auch einige schon geschrieben über WhatsApp und per E-Mail. Hör mal, Fragen zu deinen Veranstaltungen, deinen Tagesfahrten. Auf diesem Weg, ich werde sie heute alle beantworten, ich garantiere es euch. Ansonsten, wer Fragen hat, kann mir gerne auch über WhatsApp schreiben. Ich antworte dann auch relativ zügig, so wie es meine Zeit zulässt. Also wenn es mal eine Stunde, zwei, vielleicht auch drei dauert, dann verzweifle nicht, ich antworte. Dasselbe mit E-Mails natürlich auch. So, was steht heute auf dem Programm? Gleich fahre ich hier von meinem Busparkplatz zum Ein- und Ausstieg nach Prag in die Innenstadt, lade meine Fahrgäste ein. Danach geht es nach Skoda zum Museum. Danach weiter Skoda Werkstatt, beziehungsweise Werkstatt ja nicht, sondern die Produktionshallen. Und da fahren wir dann einmal mit dem Bus durch. Danach geht es nochmal zum Museum. Und nach den ganzen Anstrengungen, wo geht es natürlich hin? Was hat man dann? Hunger und Durst, genau. Durst können wir dann sofort löschen. Es gibt dann eine Brauereibesichtigung nach, wie nennt sich das, Svejanje oder so. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, Entschuldigung. Danach gibt es dann ein leckeres Essen und dann geht es auch schon wieder nach Prag. So, ich denke mal gegen 18 Uhr. Bis wir dann in Prag sind, ist es so 19, 20, 19:30 ungefähr. Dann lade ich die Fahrgäste wieder aus. Ich fahre zu meinem Busparkplatz und morgen geht es dann weiter. Wohin, das verrate ich später. In dem Sinne, euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es ist bei euch nicht so regnerisch. Hier in Prag regnet es immer wieder mal, allerdings bei 9 Grad. Ja, packt die Badehose ein. Nein, so warm ist es natürlich auch noch nicht. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns, hören uns. Tschüss.